Ahoi Leute und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wo haben wir aufgehört? Ich weiß es nicht. Ein freier Tag auf Aya. Weiß nicht, ob ich das machen wollte. Wir machen es einfach. Ja, weiter geht's. Das ist sehr laut. Das muss nicht unbedingt sein. Danke, Spiel. Die konnte man nicht überspringen, die Cutscenes, ne? Schade. Gut. Irgendwo soll hier eine Quest sein. Und zwar hier. Machen wir erstmal. Servus. Was? Ah. Cool. Polymerharz, chemische Zusätze und natürlich Pigmente. Ist nicht schlecht. Ich muss mich gerade erstmal mit meinen Augen hier an die Spiegel gewöhnen. Ist alles so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wirklich fällt es meinen Augen gerade noch nicht. Ja, gut. Ich glaube, jetzt sollte ich mich langsam dran gewöhnt haben, so halbwegs. Ah, ne, die Schnellbewegung ist immer noch nicht gut. Genau, dass ich vielleicht langsam müde werde. Servus. Es ist schön, wieder hier zu sein. Sind Sie bereit, mit den Scans loszulegen? Ja. Wonach genau suche ich? Verrant hat mir ein paar Dinge genannt, die für unsere Tech nützlich sein könnten. Funk, nenn nicht Funk. Sie sich einfach mal ansehen. Schlendern Sie ein bisschen über den Markt und genießen Sie es. Ich habe eben ja, krieg ich hin. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Okay, es geht einfach nur nach oben. Gut zu wissen. Den Platz von Jarl auf dem Planeten haben wir auch noch nicht gefunden. Alle anderen Crewmitglieder haben wir ja hier gesehen. Hey Lexi, ich habe heute das Nexus-Desinfektionsmittel aufgetrieben. Verdammt nochmal! Was ist los? Nichts. Kein Grund zur Sorge, aber wir sollten. Okay. Uns lieber mal zusammensetzen. So ähnlich. Ich kann es kaum erwarten. Das sind doch Safe-Granaten-Sounds eigentlich. Pathfinder, gut, dass Sie hier sind. Um die Daten kümmern wir uns ein andermal. Was geht hier vor, Liam? Ich dachte einfach, wir sollten uns möglichst an einem netten öffentlichen Ort treffen. Sie wurden beobachtet. Ich hab keine Angst vor dem Kampf. Wenn jemand Ärger sucht, kann er ihn haben. Eine Schlägerei auf dem Markt hilft uns nicht weiter. Außerdem kann ich es den Angara nicht verübeln, dass sie sauer sind. Ich wollte Daten sammeln, um die Erträge in unseren Außenposten zu steigern. Verrant hat mir gesagt, was ich scannen soll, aber ich habe die Sache abgeblasen. Jetzt bin ich hier zwar was schuldig, aber das ist immer noch besser, als irgendwelche furchteinflößenden Hardliner zu verärgern. Tut mir leid, dass ich sie nicht eingeweiht habe. Das ist so ein Sicherheitsding. Nahrung bedeutet Sicherheit. Ja, wollten Sie Geheimnisse stehlen? War das hier ein Versuch, Ihre Anbaumethoden zu kopieren? Ihre Geheimnisse zu stehlen? Wir sind keine konkurrierenden Unternehmen. Es geht darum zu lernen, wie man hier überlebt. Okay. Wissen Sie noch? Mein Ausraster auf der Tempest. Ich habe es über die offiziellen Kanäle versucht. Sowohl die Angara als auch die Nexus haben mich auflaufen lassen. Und Jarl weiß leider auch nicht alles. Also habe ich dasselbe gemacht wie früher bei den Spezialeinheiten. Ich habe improvisiert. Ich werde nicht überrumpelt. Liam, ich habe Besseres verdient, als damit mitten auf dem Markt überrumpelt zu werden. Natürlich, Sie haben recht. Und die Angara haben auch recht. Die letzten, die hier aus heiterem Himmel aufgetaucht sind, waren die Cat. Die ultimativen Arschlöcher. Ich will nicht, dass wir mit ihnen in einen Topf geworfen werden. Und ich will uns auf keinen Fall den Markt versauen. Mir gefällt's, hier Streetfood zu essen und mit ihnen zu quatschen. Es fühlt sich so normal an. Und das hat mir viel zu lange gefehlt. Die anderen können noch dauern. Wir müssen vielleicht alle noch eine Weile für uns bleiben. Wenn es das ist, was beide Seiten wollen. Glauben Sie mir, das wollen Sie nicht. Ich habe das bei meinen Kriseneinsätzen oft genug erlebt. Wir gegen Sie wird zu Nahrung gegen keine Nahrung. Wir müssen diesen Scheiß klären. Sonst leiden beide Seiten darunter. Okay, dann wird das schon mal geschafft.
Auf jetzt zur Tempest. Ich glaube, das nächste war, dass wir zum nächsten Planeten tatsächlich fliegen können. Ich glaube, hier hatten wir alles, wie es aussieht. Ich will mal kurz das Logbuch gucken. Ich habe auch einige Tage hier nicht gespielt. Die Jagd auf Archon, ja, kriege ich hin. Kenne deinen Feind. Auf Cat warten. Neuer Planet, das ist auch wahrscheinlich ein neuer Planet. Warten, bis Pibion was macht. Warten, bis Dion was macht. Müll finden. Welt zur Prüfung finden. Warten, bis Jarl was macht. Nach Turianern ausschalten. Kriegen wir hin. Hier ist auf Gamma, ah, ja, sichere Reise. Ja, okay, Punkt suchen. Auf Kadara, nach dem Ankarnischen. Kadara, ist das nicht der nächste Planet? Ich glaube, wir waren noch nicht. Nexus haben wir auch noch. Da müssen wir warten. Da müssen wir Gegner scannen. Und hier haben wir noch eine ganze Menge, die nicht richtig funktioniert. Also klar, einige werden funktionieren, andere aber auch irgendwie auch nicht. Gucken wir erstmal. Hier geht's raus? Ne, oder? Ich bin gerade voll falsch gelaufen. Wo der Gouverneur rein? Muss doch hier irgendwie unten lang, ne? Ja. Ich wollte wieder den direkten Weg zum Punkt nehmen, also falsche Luftlinie. Geht nun leider nicht. Präsentation schon, ne? Gut. Ich glaube, diese Granatensounds sind tatsächlich eigentlich nur ein Vogel. Oder irgendein Vieh auf jeden Fall. Habe ich die Kantglättung ausgeschalten? Ja, möchte ich. Danke. Wie ist es eigentlich mit Sprit hier? Ich meine, in den Mass Effect 1 bis 3 Teilen, also ich glaube in 3 gab es Sprit. Aber was? Nein, auf jeden Fall. Gefragt, ob sie vorbeikommen könnten. Krieg ich hin. Sie haben neue Post in ihrem E-Mail. Okay. Wegen Liam's Filmarms von Suvi. Wie auch immer das war. Ich glaube, das war die, die hinter uns jetzt sitzt. Die Idee ist toll. Auch wenn im Moment alles noch darüber geht, wäre ich mal gerne dabei. Vielleicht besuchen Sie mich doch mal. Sie hatten recht. Mildred Wamses, danke. Hallo Pathfinder. Aha, Costa. Ja, Schnauze. Ja, Suvi. Liam hat erwähnt, dass er einen Filmabend plant. So ist es. Er verschiebt ihn, weil es ihm nach dem Anblick dieser Aufstiegseinrichtung einfach nicht richtig erschien. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und ich hätte da eine Idee. Zu einem Film braucht man doch auch Snacks, oder? Ich habe ein angaranisches Rezept für Häppchen gefunden, die aus einer in Helios heimischen Pflanze zubereitet werden. Sie ist allerdings selten und... Sie wollen, dass ich danach suche? Oh, wenn Sie das tun? Ja, klar. Es wäre schön, den anderen... Sie wissen schon, eine Freude machen zu können. Okay, kriegen wir hin. Irgendeine scheiß Pflanze. Tempest, wo ist die Tempest? Ah ja, ich war doch gerade auf... Ah ja. Hier, Forschungszentrum. Nee, das hier meine ich. Ansatz die Mission. Wenn ich Stufe 10. Könnt ihr jetzt einfach mal ausfinden, was sie sterbt? Einsatz die schickt natürlich. 61%? Okay, das ist nicht so gut. 90, 91. 92, 93. Ja, der ist ja schon mal besser als der andere bei dem anderen. Er hat immer 86 und bei dem anderen auch 86. Ja, dann ist egal. Nee, ich würde sagen, hier schicke ich dann den hin und hier die anderen, weil die jetzt 92 und 91 haben. Bringt wahrscheinlich nichts, aber gut. Ja, nee, das war das Falsche. Ich muss das hier drücken, V. Ist doch richtig schlimm, dass das nicht richtig funktioniert. Also nicht instant funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier hin. Mit Costa reden? Ich hoffe mal, der... Heute. Berichte, jede Menge. Cool. Aber Lieutenant, Sie können... Sollte ich vielleicht etwas wissen? Hey, ich habe nur... Wie geht's Ihnen? Mir geht's super. Es ist nur... Ich hatte Ihnen doch gesagt, ich würde es vermasseln. Und das habe ich. Erinnern Sie sich an Verand? Nee. Mein Kontakt bei den Angara? Sie ist weg. Ihre gesamte Gruppe ist urplötzlich verschwunden. Also, wollen wir sie retten? Wenn nicht, könnten wir nämlich die Nächsten sein. Und inwiefern haben Sie es vermasselt?
Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass das Ganze Ihre Schuld ist. Ich habe nur noch nicht gehört, warum. Weil ich Verant Daten und NAV-Punkte der Nexus gegeben habe. Wieso sollten Sie so etwas tun? Wir müssen wissen, wie wir hier überleben können. Ich habe es mit Fragen versucht und mit Stehlen. Niemand will Fremden helfen. Also habe ich die Initiative ergriffen. Ich habe ihr Daten und Tech gegeben, damit sie modifizieren kann. Verant war... Sie ist vertrauenswürdig. Aber wenn sie von Piraten verhört oder an die Cat verkauft wird, sind wir erledigt. Gut, warum waren wir in Nexus nicht? Warum haben sie nicht sofort alle gewarnt? Wenn sie ihre Infos haben, kennen sie auch unsere Frequenzen. Wird die Nexus in Alarmbereitschaft versetzt, kriegen sie es mit. Verants Leute sind tough. Sie hätten gekämpft, wenn sie eine Chance gesehen hätten. Aber aus irgendeinem Grund war es wohl nicht so. Das Risiko will ich nicht eingehen. Es ist schon schlimm genug, dass ich sie damit reinziehe. Wie gesagt, ich hab's vermasselt. Ja, kriegen wir schon wieder hin. Wir klären die Sache, bevor sie zu einem Problem wird. Sie ist bereits ein Problem. Ein Händler hat mir eine Spur geliefert. Eine körnige Aufnahme. Wenn wir das System finden, finden wir auch die bösen Jungs. Außerdem habe ich Bradley um Leute gebeten, die uns dabei helfen, sie abzufangen. Ich dachte mir, sie würden vielleicht einsteigen wollen. Wie sollte uns ein Haufen Siedler helfen können? Dasselbe hat er auch gesagt. Wir sind also auf uns gestellt. Ich schicke die Aufnahme zur Brücke, damit sie vorliegt, wenn sie auf die Jagd gehen wollen. Und... sorry. Okay. Dann nochmal nach Aya. Aber sieht so scheiße aus. Keine Ahnung. Aber ich will erstmal Aya fertig und dann können wir weitermachen mit den nächsten Aufgaben. 12 Minuten schon wieder mal gar nichts gemacht gefühlt. Ja komm, Galaxiekarte. Ah ja, Raumhafen, zack. Ja, Filmabend, Snack. Guck mir mal. Da. Ne, es liegt an den Planeten hier mit meinen Augen. Das ist echt schlimm. So wie ich gerade auf den Bildschirm gucke. Überall sonst ging es nur hier, ist es immer richtig anstrengend. Vielleicht sind es die hellen Farben oder so. Brauchen Sie sonst bei mir finden Sie. Ihre Credits sind ebenso gut wie die von jedem anderen. Solange sie keinen Ärger machen, habe ich auch kein Problem mit ihnen. Okay. Verstanden. Keine Sorge, das habe ich nicht vor. Freut mich, das zu hören. Ja, kaufe ich. Ich habe jetzt keine Lust, alle Hände abzuklappern für diese ganze Scheiße. Also die hier kann ich auch mal abklappern. Ich denke nicht, dass sie was irgendwas haben. Wollen Sie auf neue Kunden sind uns immer willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin mir sicher, Sie finden etwas, das Ihnen zusagt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es kann nicht schaden, sich vernünftig vorzubereiten. Vielleicht haben Sie ja wirklich etwas, das ich brauchen kann. Und wenn nicht heute, dann bestimmt morgen. Ja gut. Hat es irgendein... Na hier, ja. Reservemunition, Waffen, Kopfschuss und Schwachpunktbonus. Das ist ganz cool, ne? Man braucht tatsächlich gar nicht. Den anderen Scheiß brauche ich auseinander. Ich verkaufe eigentlich nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob die anderen sonst mir irgendwas anbieten können. Materialhändler vielleicht? Sie haben sie also durch die Tore gelassen. Ja, und ja, mir ist Schanze. Bewusst, dass es eine Ehre ist. Ich werde mich respektvoll verhalten. In Ordnung. Jeder verdient eine Chance, sich zu beweisen.
Okay, ein Haufen Müll. Sehr viel Haufen Müll. Ich hätte nichts sonst gesehen. Kann sein, dass es irgendwas gibt, aber naja. Ich habe gerade die Konsole geöffnet. Gut zu wissen. Auf Zirkumflex macht man das. Test. Hallo, weg damit. Sieht man die Konsole? Ja, die sieht man gut. Okay, wir haben die Pflanze gekauft. Das heißt ab zur Tempest, oder? Ja. Ich kann auch schnell reisen, ne? Nein, Kainina, super. Ach doch. Gut, ich hätte an den Punkt gehen sollen, aber naja, ich glaube, es ist sogar schnell, wenn ich da einfach hinlaufe. Aber ich glaube, die Ladezeit wird etwas länger sein, tatsächlich. Als der kleine Laufweg hier. Aber ich kann es dir nicht mit Gewissheit sagen. Jo, und von Bord der Tempest gehen. Also, dieses Gewölbe auf Aya, wo wir hin wollten, ist im Endeffekt nutzlos gewesen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ach Gott, ja. Mach schon, denk nach. Denk nach. Ich brauch irgendwas. Mit wem reden Sie da? Ryder! Scheiße. Sie können sich doch nicht so anschleichen. Doch, kann ich tatsächlich. Ich rede nur mit mir selbst. Sagen Sie nicht, Sie würden das nie tun. Gestresst, was? Ach echt. Diese Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Ich mag's nicht, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Wo mein Zeug ist. Oh. Such mir eine Lösung. Was tun Sie sonst dagegen? Ich hau ab. Ich verschwinde. Ich ziehe alleine los. Wenn's mir zu Hause so ging, habe ich mir eine Schwerelosigkeitskammer gesucht. Oder ein Floatingbecken. Irgendwas, um abzuschalten. Das bräuchte ich jetzt auch. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, in der Rettungskapsel lässt sich die Schwerkraft abschalten. Natürlich! Sam, du bist ein Genie! Also da hättest du ja von selbst drauf kommen können. Das wird mich total verändern, Ryder. Sie werden schon sehen. Da drin ist Platz für zwei. Doch schon, Sie fragen nie. Das wollte ich hören. Und das war's dann. Augen zu. Entspannen. Einfach loslassen. Oh. Das ist großartig. Schön den Koffer angehauen. Ja. Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Was denn? Und was? Wollen wir rummachen? Immer. Mir ist egal, ob sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Ohne Bindungen. Klar doch. Klingt nach Spaß. Gut. Genug geredet. Oh, Sie meinen jetzt? Hier? Sie wissen schon, was genug geredet heißt, oder? Wow. Oh, wir schweben direkt auf die... Autsch. Egal. Au. Au. Keine Bindungen. Okay. Okay. Ja. Kann machen. Servus, Suvi. Ich habe die Pflanze gefunden, um die sie mich gebeten hat. Ich habe sie gekauft, nicht gefunden. Fantastisch! Ich werde das Rezept sofort ausprobieren, sobald ich frei habe. Ich habe auch schon ein paar Ideen, wie ich es ein bisschen aufpeppen kann. Und ich werde Mr. Ich mag keine Filmabende hier weiter bearbeiten, damit er auch hinkommt. Okay. Ich mag Filmabende. Ich find's nur unangenehm, dass Gil mich immer so finster anstarrt.
Okay, nochmal 7er Terminal gucken, ob irgendwas Neues. Die entspannte. Aha. Aha. Cool. Schön ins Archiv packen. Jetzt sind wir aber fertig mit den ganzen Mist. Das heißt, wir können eigentlich los. Und endlich mal weiterspielen. Das war. Leertaste. Nochmal. Wo? Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Okay, ist das der Satellit, den die meinten? Ich hoffe doch. Bestimmt hätte ich die Quest ganz vergessen. Diesem Astronomen auf Aya zufolge müsste hier eigentlich ein Satellit sein. Ich kann nichts entdecken. Falls hier tatsächlich ein Satellit war, ist er jetzt weg. Sie meinen, er wurde zerstört? Ich meine, er ist weg. Wäre er zerstört worden, würden wir zumindest Trümmer finden. Aber hier ist überhaupt nichts. Versuchen wir es bei einem anderen Navpunkt. Ist nur die Frage, wo, ne? Okay, hier anscheinend. Da oben ist Element Zero ein ganzer Haufen voll. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Ja, dann flieg auch hin. So ist es schneller. Ja, was die Geißel? Sind Sie sicher, dass die Nav-Punkte dieses Astronomen korrekt sind? Er schien davon überzeugt zu sein. Hier draußen ist. Ja, tut mir leid, falsche Taste gedrückt. Die Geißel hat ja wohl kaum einen ganzen Satelliten verschlungen. Das kann sie doch nicht, oder? Keine Ahnung, aber sobald ich es weiß, lasse ich es sie wissen. Sehen wir uns mal die anderen Nav-Punkte an. So viel sind es ja nicht mehr, hoffe ich. Das könnte noch eine ganze Menge sein, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen erst mal gucken. Das sieht aber richtig aus. Schnell mal Tab drücken, da ist er doch. Lassen Sie mich raten. Hier ist kein angaranischer Satellit. Nein, aber ich habe etwas anderes entdeckt. Eine Signalbarke eines angaranischen Schiffs. Sie haben hier bereits gesucht und auch nichts gefunden. Also haben Sie uns eine Markierung hinterlassen. Das muss das Team gewesen sein, das unser Astronom losgeschickt hatte. Sie sind auf dem Weg zu einem neuen Navpunkt. Wir sollten uns ihnen anschließen. Okay. Ganz schön weit weg. Na gut. Sensoren. Schicke Sonde aus. Erhalte Scandaten. Die sehen aus wie zerstört anscheinend, weil da Wrack stand. Einen Moment. Ich habe mit heftigen Störungen durch die Geißel zu kämpfen. Wir sind beunruhigend nah an ihr dran. Da drin ist irgendwas. Ein angaranisches Schiff. Es wurde zerstört. Ich empfange keine Lebenszeichen. Wer war das? Die Cat? Ich habe das Schiffslog gefunden. Ich scanne es und lade es herunter. Plünderer. Die Angara hatten sie dabei erwischt, wie sie Satelliten gestohlen haben. Die Plünderer haben sich gewehrt und die Angara sind mit der Geißel kollidiert. Es ist neu. Können wir die Plünderer aufspüren? Voller Einheit. Ich habe die Transponder-ID ihres Schiffes. Es ist da, wir fliegen jetzt mal nach hier. Registriert. Gucken, was da los ist. Vielleicht müsste einfach nur eine kleine Raumschiffschlacht machen, sage ich mal. Flieg am besten durch die Geist, das ist eine gute Idee. Zerstört uns nur komplett. Ja, also wie gesagt, kann sein, dass es einfach nur so ein kleines Raumschiff ist, wo das man kann. Das Herz dieses Systems ist ein riesiger roter Gigant.
wie Arcturus bei uns zu Hause. Leider viel abgelegener. Tenesta. Tab überspringen. Okay, es gibt anscheinend hier 5 Planeten. So wie es mir scheint. Ja. Könnte vielleicht noch irgendwelche versteckten Dinger geben. Aber das weiß ich noch nicht. Finde ich auch blöd, dass man die irgendwie nur finden kann, wenn man das auch finden soll. Aber hier sehe ich auch nichts. Sonst war es immer so ein leuchtender Punkt. Aber den finde ich gerade nicht. Wenn es den geben sollte. Sensoren. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Planet. Sonde gestartet. Erhalte Scan-Daten. Klar, noch ein Stufenaufstieg fürs Nichtstun, danke. Anomalie geortet. Okay, sieht aus wie irgendein Mineral. Mineralien vorkommen. Aber schon oxidiertes Kupfer. Ja, großes. Ein Stein oder so? Hat etwa dieselbe Ladung. Glaube ich jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Kupfer dann man nochmal rausbekommt. Ja. Kann ich den nicht abwählen? Den muss ich, glaube ich, nehmen. Ja, okay. Dann machen wir es mal so. Drake hat man auch lange nicht mehr. Okay, wir glaub können gehen. Irgendwohin. Das ist meine Sache. Ich kümmere mich darum. Irgendein Zeichen von den Piraten, die meinen Kontakt verschleppt haben? Wir haben zu viel Hintergrundstrahlung. Da draußen kann sich alles Mögliche verstecken. Der Orbit ist voller Trümmer. Das ist nicht gut. Das passt. Es sollen Plünderer sein. Ich hatte gehofft, Bradley oder welche von unseren Kolonisten würden nachkommen. Mitkommen. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie es zuerst bei einem Außenposten versuchen wollten. Warum kein Einsatzteam? Wie gesagt, ich habe Varant viele Nexus-Daten gegeben. Wenn die Piraten die bekommen haben, wissen sie auch, dass ein Team kommt. Wir sind ein Team. Ich riskiere auch die Tempest nicht. Also würde ich auf ihre Plünderernase spekulieren. Mit den Trümmern. Ich erklär's in der Luftschleuse. Okay. Wir haben genug Zeit vergeudet. Ich sage, wir ziehen los, erschießen Piraten und retten Leute. Wir kriegen das hin. Wenn sie es nicht übermütig, ne? Wir haben lediglich eine Chance. Und ich werde das Beste daraus machen. Sie werden sehen. Ne, deshalb nehme ich die auch nicht mit, Liam, weil du nervst. Bringen sie uns genau dahin, wo wir hinwollen. Ich habe einen Plan. Das ist so ein Charakter, den man einfach nicht braucht. Genauso wie in Mass Effect 3 dieser, keine Ahnung, Steroid-Typ. Habe ich auch nicht gebraucht. Gut, da hatte ich ja auch den Proteaner, der war interessanter. Was ist schlecht daran, sich in zurückgelassener Fracht zu verstecken, um mitgenommen zu werden? Gut, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Die aber auch nicht. Trojanisches Pferd, ganz einfach. Pferde halten ohne Luft nicht lange durch. Es gibt Luft. Oh, das ist nicht gut. Liam, Sie sprachen von Piraten. Das ist ein Kettschiff. Ein großes. Kleine Planänderung vielleicht? Cool. Okay, es ist ein Kettschiff, aber die plündern doch sonst nicht. Dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sind wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.